250.000 Euro Schaden nach Kollision auf A67. Auslöser des Unfalls zwischen Lorsch und dem Viernheimer Dreieck war nach Polizeiangaben ein Pannen-LKW. Ein zweiter Laster kam aus bislang unbekannter Ursache von der Spur ab, streifte den liegen gebliebenen Silo-LKW und geriet in die Böschung. In der Folge fuhr ein weiterer Lastkraftwagen gegen den verunfallten LKW. Ein vierter Laster wurde durch herumliegende Trümmerteile ebenfalls beschädigt. Es bildeten sich zeitweise lange Staus.